Herzlich willkommen zu... Mist, ich habe den Namen vergessen. Zu The Complex, irgendwas mit Background, Found Footage. The Complex Found Footage. So. Hat was von Backrooms. F11 für Fullscreen. Achso, wir waren im Fullscreen. Okay. Ja. Found Footage, dann haben wir mal die Kassette rein. Ist du sicher? Ja, sonst würde ich Feier machen. 1990. Da war ich 3. Der Bürokomplex. Ich tippe auf Büro. Na, bin ich schon? Oh, ich bin schon dran. Ich bin sehr groß, ich kann nicht springen. Gab's da noch mehr Einstellungen? Nee? Okay. Ich finde das ein bisschen... Okay. Ich kann rennen. Eine Sekunde, wie laut ist mein Headset? Okay. Ah, noch. Noch ein bisschen. Na, leiser, nicht wieder hochspringen. Ich glaube, als es eben anfing, war noch ganz fix ein Satz, dass es nichts mit den Backrooms zu tun hätte. Das war lieber für ein Gerücht. Es ist ein Einzelspieler-Game auf Steam. Ich weiß nicht, wie lang es geht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe eben ein Spiel nach 15 Minuten abgebrochen. Kann ich eigentlich kriechen? Ja, ich könnte auch kriechen. Weil ich andauernd, wie ich finde, zu Unrecht draufgegangen bin. Und das hat mich genervt. Ich kann euch ja nicht zeigen, wie ich 10-mal... Ja, ich kann zoomen. Achso. Links rein, rechts raus. Was ist denn das hier? Geh mal da. Ja. Okay. Blau. Nix hier. War da gerade was oder ist es nur irgendwie geglitscht? Was man in den Backrooms ja eh tut. Also um da reinzukommen. Ich fände, dass wenn das wirklich passieren würde, gesehen davon, dass ich sehr schnell drauf gehen würde, fände ich so beunruhigend. Ist das in meinem Ohr? Oder muss ich mich immer noch hocken? Ist das in meinem Ohr? Ich möchte diese Tür öffnen.
Okay. Das, also, wenn man, Achtung, so guckt, das sieht aus, uah, Entschuldigung, als wäre dann da was. Ich weiß halt nicht, oh cool, ob hier irgendwas auf mich lauern kann, wie in den Backrooms halt. Oh, das ist eine Chesterfield Couch. Oh, ich hätte so gerne eine Chesterfield Couch. Auch wenn die, also die, ich finde, die sieht cool aus, auch wenn die wahrscheinlich nicht so bequem ist wie eine Stoffcouch. Vielleicht gibt es hier auch einen Stoff, ich weiß es nicht. Aber ich finde, die sieht einfach edel aus. Wieso weiß ich, wie eine Couch heißt? Na gut. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Satz nicht zu Ende gesprochen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich sagte, ich weiß nicht, ob mich hier was angreifen kann. Weil in den Backrooms ist ja, sind ja irgendwo irgendwie Viecher. Das hier sind ja irgendwie nicht die Backrooms. War ich hier? Ist das ein Strommast? Ist der durch den Boden geglitscht? Oh, ein Fahrstuhl? Tatsächlich. What is happening? Okay. Das erinnert mich an ein Schwimmbad aus meiner Kindheit. Ich weiß gerade nur nicht mehr wo. Habe ich keine Taschenlampe? Das ist. Okay. Das fände ich sehr creepy, wenn da wirklich so random zwischendurch einfach mal ein Schatten irgendwo wäre. Kann ich hier rein? Rein? Nein. Es ist aber, es ist Tageslicht. Gibt es im Backrooms Tageslicht? Wahrscheinlich nicht, ja. Was ist das? Blumentöpfe. Okay. Dunkel. Ich kletter natürlich im Wasser, im Hocken, durch einen kleinen Tunnel. Klar. Nichts Besseres zu tun. Hier könnte zum Beispiel jetzt einfach mal jemand gucken, aber ich glaube, da würde ich sterben. Kann ich im Hocken rennen? Ich kann im Hocken. Boah, guck mal, wie schnell der im. Nur dunkel. Blind? Es ist so dunkel. Ich sag doch gar nichts. Na, kannst du nicht noch mal im Ducken rennen? Hä? Jetzt will er es nicht mehr?
Gletscher ist viel lauter. Okay. Jetzt kann er auch im normalen Gehen nicht mehr rennen. Doch da. Hä? Ich habe die Befürchtung, dass wenn hier irgendwas kommt, dass er dann einfach nicht rennt, wenn er rennen soll. Zoomt auch nicht ran, wenn er möchte. Hier sind Fahrräder verboten. Okay, schade. Ich wollte mein Fahrrad wieder mal schwimmen gehen. Found Footage. Wer hat das denn wo gefunden? Und wie? Was ist hier los? Und wie ist das Ada in die richtige Welt gelangt? Das ist wieder eine Couch. Ich würde gerne drüber jumpen. Ja, renn doch mal weiter. Nochmal der Begriff Uncanny, Uncanny Valley, oder nur Uncanny. Plötzlich etwas einfach. Irgendwas stimmt hier nicht vom Gefühl her. Ich kann nicht reinfallen, okay. Wieder ein Fahrstuhl. Okay, ist das richtig, was ich hier tue? Ich irgendwie, also es könnte, sieht so aus. Also es hat bis jetzt mich nichts angegriffen. So gemerkt. Wir gehen jetzt einfach Mittagessen. Sind das unsere eigenen Atemgeräusche? Die so machen. Hallo? Achso. Ich sollte auch den richtigen Knopf drücken. Ist das? Nö, nee, kommt man gar nicht durch, ne? Okay. Habt ihr das gesehen? Wieso beschwöre ich das immer? Ja, zwei Etagen war niemand da. Oder ich war zu doof, das zu sehen, aber es war niemand da. Da gehe ich nicht lang. Weil ich kenne diese Viecher aus den Backrooms nicht. Ich bin da nicht so bewandert. So wie mit den SCP-Dingern, die kenne ich auch nicht. Jetzt bin ich bin da so schön durchspaziert. Mach ich das? Jetzt bin ich verunsichert. Na, jetzt will ich nicht mehr. Das ist nur eine Bank, oder? Irgendwas, was da schwingt. Was
Muss ich auf dieses Geräusch zugehen? Wo kommt denn das her? Heißt es, ich muss jetzt da hingehen, wo der ist? Ich befürchte. Ich werde es nochmal beschwören. Er wird mich nicht verfolgen. Der war nur da, um mir von weitem. Was war das? Angst zu machen. Ich habe kurz weggeguckt. Da war doch gerade was. Wo kam ich denn her? Hier, oder? Ich glaube ja. Nee, da gehe ich nicht hin, dann gehe ich hier hin. Ich möchte das nicht. Ja, lass uns durch den schmalen Minigang gehen. Das wird eine gute Idee sein. Ah, sich irgendwie um die Ecke lehnen. Nichts passiert, nur mein Herzschlag ist bis zum Anschlag, aber sonst ist nichts passiert. Hallo? Wer klopft? Will ich hier nicht rausgehen? Ach so, war das vielleicht eben, bin ich doof? War das mein alter Aufzug? Verwirrt. Krieche ich? Nein. Will auch. So, ist jetzt genug mit Schiss haben? Wir haben keinen Schiss. Hier ist nämlich keiner. So. Hat er eigentlich Dauerrennen? Ich gucke auch einfach nicht um die Ecke, weil da ist ja auch keiner. Hier ist einfach alles gut. Wie geht's? Kann ich irgendwas tun? Nö. Nö. Okay. Dann halt durch den Spalt. Kann man machen. Okay. Ich höre überhaupt nichts. Nein. Nein, hier ist nichts. Hier ist doch nichts. Ich dachte gerade im Augenwinkel auf. Ich habe ja links von mir den zweiten Monitor mit der Aufnahme. Ich dachte in der. Ha!
brennst du jetzt nicht mehr? Ich dachte, in der Aufnahme würde ich was sehen, und aber halt im Normalen nicht. Vergesst es, ich bin irritiert. Ich bin auch von diesen Fahrstühlen irritiert. Bringen wir mal einen Schluck. Das denn? Was zur Hölle? Ist es ein draußen? Kriege ich noch? Glaube ich schon? Wie bin ich denn hier? Ich bewege. Mach doch sowas nicht. Was soll denn das? Boah. Ich habe doch gesagt, hier passiert nichts. Wir laufen einfach. Gucken können, wie lange dieses Spiel so geht, das weiß ich nämlich gar nicht. Pinky, noch ein Pinky. Und ein Fahrstuhl, okay. War da gerade? Ich hab Hallus. Nicht sehr vertrauenserweckend. Ja, das macht total Sinn. Wäre auch irgendwie interessant, ne? Eine Stadt, die nur mit dem Fahrstuhl zu erreichen ist. Lass mich raten. Hier falle ich jetzt wieder in die Backrooms zurück oder so. Hallo? Wer wohnt denn hier? Oh, nur ein Stuhl. Okay, ist alles gut. Ist gut, hier wohnen nur Stühle. Hey, keinen blöden Knopf drücken. Ja, dann hinaus. Auf zum nächsten Haus. Hier geht's nicht rein, oder was? Bloß nur an der einen Seite Fenster und Türen, das ist fürs Lüften und Heizen, aber nicht sehr praktisch. Oh, hallo? Kann ich? Nein. Ein Fahrstuhl, okay. Man, Woman. Frauen haben zwei Türklinken. Okay. Ja, dann gehe ich mal im Haus in den Fahrstuhl. In der Hoffnung, dass es richtig ist. Ich hätte mir eben noch mal einen Kaffee holen sollen. Hatte schon zwei, aber ich bin seit 5 Uhr wach. Also 4 Uhr irgendwas, aber es war kurz 5 Uhr. Und das ist jetzt 10 Stunden her. Oh. Research Institute, MacWave.
Found Footage. Ich glaube, ich habe es geschafft. Yay. Extra. Oh, das gefällt mir nicht, weil die Schrift nicht mittig. Da war nicht alles mittig. Das sieht nicht so aus. Uah. Bei, Kane Pixels, bei, also einige Bereiche wurden stark von dem Backroom Game inspiriert. Oh, ich will ein Kaffee. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. This game is not based on any previous system backrooms. Also, okay. Ja, wir haben es geschafft. Also, die Kamera hat es lebend draus geschafft. Ihr wahrscheinlich nicht. Ja, gut, dann. Danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.